Ja, hallo und Servus bei Wolfs Bike und Tour TV. Heute geht es um Sicherheit bzw. Vorsichtsmaßnahmen beim Reisen. Speziell wenn man alleine unterwegs ist, muss man sich selbst, wenn man auf die Toilette geht oder wenn man bei einer Tankstelle zum Zahlen geht, überlegen, was nimmt man mit, was lässt man am Motorrad. Grundsätzlich gibt es da natürlich keine allgemeingültigen Regeln. Ich finde, das muss jeder ein bisschen im Gespür haben, für sich entscheiden. Ich sage jetzt mit offenen Augen durch die Welt gehen, die Situation abschätzen. Aber gewisse Dinge sind bei mir dann immer mit, wenn ich das Motorrad verlasse, also auch wenn ich nur auf die Toilette gehe, also ist zumindest der Tankrucksack auf alle Fälle dabei, weil da habe ich die wichtigsten Sachen dabei, da habe ich den Pass drinnen, da habe ich die Motorradpapiere drinnen, da habe ich meine Kamera, mein Handy, das Bargeld. Also sowas lässt man einfach nicht unbeaufsichtigt, weil man sagt immer, Gelegenheit macht Diebe. Wenn man dann irgendwo eine Mittagspause einlegt, eine Kaffeepause einlegt, da mache ich es sehr gerne, dass ich nach Möglichkeit ein Lokal wähle, das einen Gastgarten hat, wo ich einen Blick aufs Motorrad habe oder von einer Terrasse aus. Da kann man dann auch einige Dinge wie den Helm, wie die Kamera von mir aus am Motorrad lassen, weil man ja eben alles immer unter Kontrolle hat. Prinzipiell Reisen im Osten, viele glauben, das ist gefährlicher. Ich persönlich würde behaupten, dass die Gefahr, dass dir das Motorrad am Gardasee oder an der Côte d'Azur gestohlen wird, ungleich höher ist als in Rumänien oder in Bulgarien. Aber sicher ist man natürlich nie. Das ist eh klar. Es gibt gewisse Regeln, die man beachten sollte. Das Wichtigste ist einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, ein bisschen die Situation versuchen einzuschätzen. Beim Quartier schadet es nicht, dass man den Vermieter fragt, ob er vielleicht eine Garage hat, wo man es reinstellen kann, in den Hinterhof. Ich habe schon Situationen gehabt, wo der Vermieter sein Auto aus der Garage rausgegeben hat, damit ich mein Motorrad reinstellen könnte. Die meisten sind da sehr, sehr freundlich und kooperativ. Wenn man das Motorrad wirklich auf der Straße stehen hat, dafür habe ich so ein Bremsscheibenschloss mit Alarmfunktion. Das kommt dann vorne an die Bremsscheibe. Natürlich hält es keinen Profi ab, aber den Gelegenheitsdieb schreckt es ganz sicher ab und es macht dann recht einen lauten Alarm. Ich zeige das jetzt gleich einmal, wie das dann draufgegeben wird. Das kommt dann eben hier an die Bremsscheibe und das macht auch Sinn, dieses gelbe Ding hier. Das macht man dann irgendwo hier fest. Und zwar hat es den Grund, damit man nicht unbeabsichtigt losfährt und dann selbst den Alarm auslöst oder gar die Bremsscheibe ruiniert. Wenn ich irgendwo das Motorrad versperrt habe, in einem Garten, in einem Hof oder hinterm Haus, dann bleiben auch die Koffer meistens drauf über Nacht. Dann nehme ich nur das festgezurrte, den Gepäck raus und den Inhalt aus dem Koffer raus. Habe ich das Motorrad auf einer Straße stehen, dann kommen auch die Koffer runter. Das passiert mit den Zegerboxen in zwei Handgriffen, ist das erledigt. Bei einer Mittagspause kommt auch das Navi runter. Außer, wie gesagt, ich sitze in einem Gastgarten und habe den ungetrübten Blick aufs Motorrad. Auch wenn es ein versperrbares Navi ist, das ist natürlich mit Gewalt jederzeit runtergerissen. Also, das ist zwar schön und gut, diese Schlösser, aber im Endeffekt, wenn einer herkommt und das runterreißen will, dann kann er es auch runterreißen. Da ist dann schon gescheiter, man nimmt das Navi auch mit ins Lokal. Das sind zwei Handgriffe und die machen schon Sinn. Also das erspart einem dann schon sehr viel Ärger. Gut, das waren jetzt meine, will jetzt sagen, Erfahrungswerte von Reisen oder wie ich das handhabe. Würde mich interessieren vielleicht, wie ihr das auf euren Reisen macht. Schreibt es vielleicht unten in die Videokommentare dazu. Vielleicht auch, wenn irgendwas schon einmal passiert ist. Ah, sehr gut. Das Diebesgut kommt zurück. Diebesgut kommt zurück, nur leider hat man in der Praxis halt selten so ehrliche Diebe, die das auch wieder zurückbringen, wie die zwei Gauner da. Übrigens, apropos Gauner, da fehlt noch was. Okay. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über jeden Daumen hoch. Abonniert vielleicht den Kanal und bis zum nächsten Mal.